Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Ich spiele heute mal Team Deathmatch. Mein zweites Video, sonst zocke ich ja eigentlich nur Modern Warfare 3. Jetzt gibt es ein Full HD Video. Wir spielen auf der wunderbaren Map Derail. Oh, was ein pro Stimme benötigt, bla bla bla. Na, das machen wir mal. Nein, Spiel beginnt in 3, 2, 1 und 0 Sekunden und wir sind im Spiel. Sozusagen fast im Spiel, das Spiel lädt gerade hier. Derail, die Map der Sniper, die Map der Booster, die Map der Hacker, die Map der Nobs, die Map der Bro-Gamer. Ach, alles gemischt, die Predator-Rakete, Abschussserie, lässt sie eine Luft bla 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 machen. Ich nehme heute mal eine andere Waffe mit, sondern die M4A1, die USP45 als Perks, Fingerfertigkeit, Feuerkraft, ruhige Hand und Drittbit-Fahrersplitter und Handgranate. Das nimmt euer YouTube Gamescom heute mit in den Rucksack. Und wir machen uns gleich los hier mit der M4. Schöne Waffe, eine hohe Durchschlagskraft, aber die Präzision ist ja mal sehr miserabel. Das muss man mal wirklich so zugeben. Aber das ist eigentlich eine andere Geschichte. So, da vorne kommen die ersten Gegner. Was macht ihr natürlich? Ihr geht nach rechts. Der Gegner geht immer nach links. Immer nach links. Und was könnt ihr machen? Ein Sperrfeuer, exakt, ein Sperrfeuer auf die Gegner und ihr habt schon zwei Tote, aber ihr habt natürlich, zwei Kills und ein Toter. Also euch, euer Leben, ihr wisst schon, was ich meine. Und schon bin ich oben auf der Rangliste, so leicht geht das. Ja, die M4 und, ach, das hätte eigentlich ein Kill werden sollen. Hört ihr das? Das sind eindeutig hier Geräusche von einem Schalldämpfer, oder? Vorhin habe ich einen Schalldämpfer gehört. Hört das mal immer so. Puff, puff, puff. Das ist natürlich dann ein Schalldämpfer. So. 100 Punkte wieder erzielt. Relativ leicht hier auf der Map hier was zu machen. So, jetzt gehen wir in den Raum hinein. Aber nicht ohne Granate. So. Einfach ziehen. Und sofort irgendwo wegschmeißen. Ah, hat nichts mehr gebracht, aber das ist egal. So, das machen wir. Wir wissen jetzt, wo der Feind ist. Hallo. Ja, wir wissen jetzt, wo der Feind ist. Da oben in der Blechhütte. Das ist eigentlich kein Problem, weil die Blechhütte, die können wir einfach leicht durchschießen. Mit der M4. Uah, Volltreffer. Headshot. Jetzt schmeißen wir einfach mal eine Granate hier rein. Wir wollen jetzt sicher gehen, dass der Gegner auch tot ist oder dass da nichts drin ist. So. Wir natürlich wieder nach oben hier, chillig. Gucken, links, rechts. Und jetzt schauen wir. Ah, mein Gott, ich habe mich voll erschreckt. Und da unten ist er. 100 Punkte. Oh, wow. Wow, komm schon. Da unten haben sie ihren taktischen Einstieg schon markiert. Das natürlich kann man natürlich an Rot. Dieser rote Dampf hier, das ist natürlich ein taktischer Einstieg. Den kann man natürlich auch benutzen zum Boosten. Ich will euch jetzt nicht hier Anleitungen geben zum Boosten, weil das richtig scheiße ist. So. Wir werden die Gegner jetzt überraschen. Von hinten werden wir angreifen. So, einfach eine Granate entsichern. Hier die Bombe reinschmeißen. Und warten. Und ist nichts passiert. Jetzt gehen wir nach oben. Da ist ein taktischer Einstieg. Ganz gefährlich. Und. Schaut auf die Linkste hier. Boah. Da hat mich der Max9244 aber ordentlich rangenommen mit seinem Messer. So, was nehmen wir jetzt hier? Wieder die M4A1. So, folgen wir mal dem Kevin hier. Den nehmen wir als Köder. Da schleicht er schon rum. So, lass mal liegen. Ups. So, Vorräte sind auch schon unterwegs hier. Ah, da ist er! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Jetzt machen wir hier eine Granate rein und wir sichern den Raum. Ah, ba, ba, ba. Zyklon ist ausgeschaltet. So. Und da ist irgendwas Feindliches in der Luft, was mir gar nicht gefällt. Ein Helikopter. Oh, schon wieder weg. Jetzt ist unser Radar blockiert, das ist nicht gut. So, es wird gleich ein neuer Host gesucht. Warten auf neuen Host, 100% Blöcke, bla bla bla. Warten auf Verbindung in 1, 2, 3, 4, 0. So. So, die Partie wird jetzt natürlich fortgesetzt. Ah, da oben. Da oben. Da oben haben sich die Sniper-Schützen versteckt. Das ganze Rudel, das ganze Team ist da oben
in dem Raum. Was macht man jetzt? Natürlich, ihr entsichert erstmal eine Granate. Ja, schön und gut, aber wenn der Sniper-Schütze euch sieht, dann habt ihr keine Chance mehr. So, jetzt schießen wir einfach da oben auf dieses Wellblech und hoffen... Oh! Zeigt sogar Wirkung. So, die Vorräte sind unterwegs und da kommt gleich eine Bombe angeknallt. So, Granate rein. Oh! So, die Ammo-Kiste auch schon da. Sniper-Schützen sind da oben auch schon. Und wir schalten sie aus. 20 Punkte für ein Assi gibt es noch gratis dazu. Am besten schmeißt ihr immer eine Granate rein. Aber Ghostbase mit seinem Granatwerfer hat mich in Stücke geschlagen. Da ist er. Und wir machen ein Buffdish. Erlegen Sie 5 Gegner durch den Hindernis. Und da greift er schon an. Den müssen wir natürlich sofort mit dem Messer ausschalten. So, M4A1 durchladen und weiter nach vorne. Schauen, ob sich in den Ecken keiner befindet. Wenn das so wäre, dann wäre das sehr schlecht. So. So gehen wir nach da unten. Und da ist auch nichts mehr. Ja, dann sage ich nochmal ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. See you later, Alligator. Ciao.